Wie kam es denn zu diesem Namen? Black Question Mark? Ja. Ey, da waren wir ja noch in der Das war es in Magdeburg bei meiner Oma zu Hause. Da haben wir uns den Namen ausgedacht. Ich weiß nicht ganz genau. Es war irgendwie im Kinderzimmer, da habe ich gerade ein Bild wieder gemalt und der hat mit seinem Meerschwein gespielt und da war irgendwie, da haben wir uns den Bandnamen ausgedacht. Unser Bandlogo war nur ein schwarzes Fragezeichen. Ah. Und damals wusste man ja nicht, was das denn heißt, schwarzes Fragezeichen. Wir fanden schwarzes Fragezeichen so lang und so blöd. Und wir wollten es dann auf Englisch haben, damit es vielleicht auch nicht jeder reißt. Dann haben wir im Wörterbuch danach geguckt, den Namen Black Question Mark. Und wieso ist der Name dann nicht erhalten geblieben? Zu lang haben wir den nur. Und dann, Black Question Mark. Dann haben wir uns Devilish Black nach, aber wir hießen doch schon Devilish, als du auch und Gustav dazu kam. Da ja. Hieß ein Devilish. Und wenn ich dann zu zweit in einem Grüninger Band aufgetreten bin, und das stand dann irgendwann, wie gesagt, halt Teufel guter Gitarrensound, bla bla, und dann haben wir Teufel, das war dann so die Phase, wo man Teufel schon auch cool fand, und dann auch irgendwie so ein bisschen Teufels Ruhe kommen wollte. So mit 9. Damals hatte ich noch ein T-Shirt an, mit dem rennt ihr heute rum. Das muss man überlegen. Ich hab damals mit 9 das angehabt, was die Jungs heute mit 18 ran. Das Ding war, dass ich ja damals zu der Zeit auch noch professioneller Skater war, und sie waren ja heute, tragen Skater-Klamotten, aber du warst nicht nur Skater, du warst auch professioneller BMXer. BMXer auch. Bill war zu der Zeit übrigens professioneller Kickboard-Fahrer. Und eigentlich wollte er die Band auch aufgeben und ja, seine Profikarriere im Kickboard. Ich weiß noch ganz genau, da waren wir in Leipzig, in unserem Großstadt Leipzig, sind wir auf so einem Skatepark und da haben wir extra lange gewartet, bis die nicht mehr da waren und dann ist Bill da mit seinem Kickboard drauf. Das war so geil! Und danach wollte er sagen, Tom, ich werde professioneller Kickboard-Fahrer. Hat er einen Tricks gemacht? Nee, gar nichts. Der konnte gar nichts. Der ist immer nur, der ist ja schon beim Drehen auf der Rampe ist er schon umgekippt. Der ist ja, der konnte ja nicht mehr drehen auf der Rampe. Der ist immer nur hochgefahren und dann rückwärts wieder runter. Und hat gesagt, aber wenn ich das ein bisschen übe, Tom, du siehst, ich hab Talent. Wenn ich das ein bisschen übe, dann werde ich professioneller Kickboardfahrer. Ich habe damals, glaube ich, echt nicht viel zu gesagt. Aber ich habe ihm damals schon erklärt, dass es ja professionelle Kickboardfahrer gar nicht gibt. Also ich habe noch nie eine Kickboard-WM gesehen oder sowas. Also ich habe gesagt, du kannst skaten oder hier deine Rollerblades rausholen. Aber mit deinem Kickboard, da wirst du nicht viel mit reisen. Naja, aber das wollte damals noch nicht so wahrhaben. Was war der Tom für Berufswünsche? Damals? Da, also Tom war ja professioneller Skateboardfahrer. Ja, aber ich wollte es ja nie werden. Ich war ja zwar professioneller Skateboardfahrer, aber ich nie gesagt, dass ich professioneller Skateboardfahrer und man das vielleicht beruflich machen. Nee, das nicht. Nee, das stimmt. Tom wollte also, glaube ich, schon relativ früh so mit 6 Pornostar werden. Das kann sein. Toms großer Traum war, mal eine Partei zu gründen für die Antifa. Oh, Quatsch. Geil. Nee, aber ich wollte eine Zeit. Tom war schon autonom auch, ne? Also du warst schon autonomer. Warst du autonomer? Du immer mit. Junge, der, ich bin auch. Das kann man ja vielleicht auch sogar nachvollziehen. In Magdeburg gab's mal das Haus, ja. Ist, glaube ich, irgendeine so Punkerin oder was weiß ich. Wo war denn das, Junge? Da hast du drin geschlafen, Alter.